Ja, und der andere, der hat 10 Kilo abgenommen und die hat echt zwei Kleidergrößen kleiner wie ich und der hat viel mehr Kraft wie ich. Ey, das ist unglaublich, wie der schnell Muskelmasse aufgebaut hat. Oh, und der, der hat so schnell Gewicht verloren. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Wiembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute im Thema: Warum verdammt nochmal müssen wir uns immer mit anderen vergleichen? Warum müssen wir immer Vergleiche ziehen? Und vor allem Vergleiche ziehen immer mit denen, die vermeintlich bessere Ergebnisse haben wie wir selbst. Warum tun wir das? Warum tun wir das? Warum orientieren wir uns immer nur an den wesentlich besseren? Warum orientieren wir uns nicht an uns selbst? Es gibt nun eben mal Unterschiede im Bereich des Stoffwechsels. Jeder Mensch hat eine individuell geprägte Stoffwechselveranlagung. Da sind ganz viele Parameter dafür verantwortlich. Wie zum Beispiel, wie oft habe ich schon in meinem Leben eine Diät gemacht? Was war bis dato an Bewegung in meinem Leben? Welche genetische Mitgift habe ich von meinen Eltern, von meinen Großeltern? Das ist alles ein Pool, der hat mit einen Einfluss darauf, wie viel Energie die individuelle Person pro Tag verbraucht. So, und jetzt gehe ich natürlich her und habe von Natur aus einen sehr trägen Stoffwechsel. Das heißt, mein Körper setzt das, was ich esse, sehr schlecht in Wärmeenergie um. Das heißt, mein Körper ist eben dafür veranlagt, dass er schnell an Gewicht zunimmt. Und jetzt gehe ich her und sage, da gibt es einen. Das ist genau das Gegenteil von mir. Jetzt vergleiche ich mich genau mit dem. Was habe ich davon? Ich habe nichts davon. Ich habe einen Apfel mit einer Birne verglichen. Kann man machen, macht aber keinen Sinn. Das große Problem, was ich immer wieder in meiner Beratung erlebe, ist, dass Menschen sich tatsächlich immer nur mit Menschen vergleichen, die meistens genau das Gegenteil sind von ihnen selbst. Motivierend ist das nicht, definitiv nicht. Deswegen sollte man es am besten sein lassen. Wir sollten uns an uns orientieren, an uns selber. Wenn wir doch eben in 8 Wochen Beratungszeit, umstellende Ernährung, 2 bis 3 Mal intensiven Sport eben 3 oder 4 Kilo reduziert haben, dann ist es das, was unser Körper in der Lage ist zu liefern. Mehr kann er nicht. Und wenn ich mich auf den Kopf stelle, wenn ich mich noch so verrückt mache, wenn ich mich noch so oft mit anderen vergleiche, passiert nur eins: Ich bin sehr, sehr unglücklich und ich bin nicht gut drauf. Davon haben wir nichts, auch unser Stoffwechsel hat davon nichts. Deswegen, liebe Freunde, ihr seid ihr, du bist du. Du musst dich ein Stückweis mit deiner Veranlagung arrangieren. Wenn du das getan hast, dann kann ich dir garantieren, da ist das Leben halb so schwer. Weil wenn das Leben schwer ist, dann machen wir uns das selbst schwer. Also Freunde, bitte vergleicht euch nicht mit anderen. Ihr seid ihr habt euren Körper und macht das Beste daraus. Und ich bin mir sicher, dass ihr eure positiven Ergebnisse erzielen werdet in eurem Bereich. Das gleiche gilt natürlich auch für den Muskelaufbau, nicht nur für die Gewichtsreduktion. Auch hier habe ich ganz oft Kunden: Ja, aber er hat 4, 5 Kilo zugenommen innerhalb der Zeit und bei mir geht gar nichts. Gar nichts stimmt in der Regel nicht, sondern die Menge ist viel kleiner. Aber auch hier ist es individuell für den Körper, den du besitzt, das Maximale. Mehr geht nicht. Es gibt halt gewisse limitierende Parameter, wie Hormonstoffwechsel, wie Genetik, wie Anteil der Muskelfaser, schnell zucken, langsam zucken. Da könnten wir jetzt hier 2 Stunden darüber diskutieren über Biochemie. Es nützt nichts, es ist dein Pool. Mehr hast du nicht. Nutze ihn. Deswegen, Freunde, vergleicht euch nicht mit anderen. Es bringt nichts. Geht euren Weg, Step by Step, geradeaus. Ihr könnt ab und zu mal rechts nach links gucken, kein Problem. Aber ihr werdet eure Erfolge feiern und zwar in eurem Ausmaß. Und mehr kann vielleicht euer Körper nicht. Macht ja auch nichts. Macht doch nichts. Es ist euer Körper. Pflegt ihn, geht lieb mit ihm um, seid freundlich zu ihm und er wird immer funktionieren und ihr werdet immer Spaß haben. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema: Sei doch einfach mal mit deinem Körper etwas zufriedener.